Wen? Hey, hallo meine lieben Freunde im Internet. Wir sind jetzt hier bei Konami und spielen Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution. Für die Nintendo Switch, das Spiel wird im August erscheinen und wir dürfen es jetzt schon antesten. Ilias, ich lasse dich ran. Ganz kurz, ist ein sehr unkonventioneller Titel. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass Wirt die Terminplanung dieses Jahr gemacht hat. Deswegen sind wir vielleicht hier, vielleicht aber auch nicht. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Ich werde spielen und du wirst mich anleiten. Genau, ich habe es ja schon ein bisschen gespielt. Hierbei handelt es sich um einen Port von der PC-Version. Jetzt für die Nintendo Switch-Konsole. Ich sehe hier am Interface, es sieht fast genauso aus wie auf dem PC, stammt im Singleplayer. Mhm. Du hast ja auch schon seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Du hattest damals in deiner Jugend als Kind, doch auch Yu-Gi-Oh! Gespielt, ne? Genau, als junger Heranwachsender habe ich natürlich die Serie gespielt, Wirt. Und da habe ich natürlich auch das Deck gehabt. Ein paar gefälschte Karten, ein paar originale Karten. Du Schuff. Und dementsprechend habe ich eine Vergangenheit mit dem Spiel, aber hier hört sie auf, glaube ich. Ah, das ist ganz interessant, dass du hier diese verschiedenen Seasons stellenweise hast. Das ist die Original, beziehungsweise die erste Season mit dem Yami Yugi, glaube ich. Mit dem Millennium Puzzle. Genau, und das GX, das habe ich schon nicht mehr gerafft, weil... Generation X ist ganz merkwürdig, da sind sie dann auf einer Duellakademie auf einer Insel. Okay. Von Kaiba. Die dann aufgeteilt war nach den drei ägyptischen Götterkarten. Ah, nee, Moment, das habe ich auch noch gesehen. Das ist Harry Potter. Das habe ich auch noch gesehen, das fand ich auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich wollte auch unbedingt eine Dual Disc damals haben. Oh boy. So diesen dummen Plastikquatsch, aber gut. Ja, und da hört es bei mir auch auf. Ich habe eigentlich zwischendurch bei Yu-Gi-Oh! GX hat es bei mir schon aufgehört. Und die anderen Sachen, die sagen mir gar nichts mehr. Die Besonderheit an der Switch-Fassung ist, all diese Chapters wird es dann geben. In der PC-Version ist es halt so, du hast, glaube ich, nur eine Version und den Rest musst du dazu kaufen. Ist es dann aber dafür Free-to-Play, die PC-Version? Nee, überhaupt nicht. Oh, okay, krass. Ja. Alles klar. Das ist eine Ansage. Okay, wie jetzt? Sollen wir mit dem Ursprungs? Okay. The Duelist Kingdom, The Heart of the Cards. Ich finde das ziemlich cool. Das würde ich auch nehmen, weil das hier ist das aus der ersten Folge, wo sie dann in der Schule gegeneinander Nein, spielen. Nein, also, ich will direkt die Duel Discs haben. Nee, nicht Duel Discs. Das ist das erste Match gegen Yugi und gegen Kaiba. Wirklich? Wo er dann Exodia zieht. Und oh, okay. Aber Moment, spielst du die Matches der Serie nach? Ja, du spielst die Matches nach. Ah, okay. That afternoon, Yugi and his friends went to Grandpa's game shop. Yugi wanted to show his friends, okay? Okay, ein bisschen Story. Also das ist im Grunde, okay, ich habe tatsächlich gedacht, dass das so eine Art kompetitives Ding sein wird. Auch, es ist ein Multiplayer. Es ist halt ein ganz normales Kartenspiel wie Hearthstone und alle anderen Kartenspiele, aber hier haben sie halt noch den Story-Modus drin. Okay, der Blue Eyes White Dragon, den kennen wir natürlich alle. Ja, aber das kannst du skippen, wir machen jetzt einfach sofort ein Showmatch. Dann skippen wir den. Du kannst hier auch die Decks aussuchen. Du kannst jetzt einfach das authentische Deck nehmen, was wir hier... aus der Serie kennt, oder du nimmst ein eigenes, falls du denkst, ich will lieber mal gucken, wie dieses Deck gegen das Story-Deck funktioniert. Aber nimm einfach das Story-Deck. So, okay, dann nehme ich das Story-Deck und du versuchst mich hier ein bisschen anzuleiten. Okay, das ist schon mal eine Karte, die kenne ich nicht. Mir sagt sie leider auch nichts. Okay, Schere, Stein, Papier, wer zuerst beginnt. Ich nehme natürlich Stein. Hey, der gute alte Stein, ja, cool. Ja, jetzt darfst du entscheiden, ob du anfängst oder nicht. Mir wurde gesagt, man fängt nicht als erstes ein. Okay, warum? Ja, weil du dann noch eine Karte ziehen darfst und guckst, was der Gegner als erstes macht. Ah, das ist natürlich klug, Wirt. Single Mode versus One Round. Okay, dann spielen wir jetzt gegen Seto Kaiba, wenn ich das... Alter, du bist auch noch auf den Straßen. Ja, aber eigentlich bist du in der ersten Folge nicht auf der Straße unterwegs, sondern in der Arena von Seto Kaiba. Oh. Aber guck mal, die Karten erkennst du schon wieder, oder? Ja, absolut. Du hast hier den Elfen, den Link. Du hast hier Kuribo, die böse Version. Nein, das ist nicht Kuribo. Ja, aber die böse Version, die lame Version von Kuribo. Du hast hier die drei Schwerter. Die Lichtschwerter. Oh, und du hast das rechte Bein von Exodia. Ein durchtrainiertes Beinchen. Okay, der hat da eine Fallenkarte gelegt oder eine Zauberkarte? Ja, das wissen wir ja nicht. Denn diese Felder sind ja Fallen- oder Zauberkarten. Reinreden wir. Und hier hat er ja bisher nichts gelegt. Da ist kein Monster offen. Du kannst als Zweiter kannst dir eine Karte legen und sofort angreifen, theoretisch. Verstehe. Okay, was ist das hier für eine Karte nochmal? Was sind die Schwerter? Wenn du die Karte hinlegst, deckst du die verdeckten Karten, also die im Verteidigungsmodus sind, auf und weißt dann, was dahinter steckt. Und dein Gegner kann drei Runden lang nicht angreifen. Okay, pass auf. Das Mikro zu mir. Soll ich Link in den Verteidigungsmodus packen und dann noch... Du kannst nur eine Monsterkarte pro Zug legen. Aber ich kann ja noch Zauberkarten legen. Brauchst du nicht. Die würde ich erst legen, wenn du in einer schwierigen Situation bist. Ich würde jetzt Link im Angriffsmodus setzen und ihn angreifen. Okay, angreifen? Aber das ist doch bestimmt eine Fallenkarte, die er da hat. You shy, you die. Na gut, Alter.
der Idiot, Mann. Jetzt klickst du mal auf die Karte. Ja, aber ich kann nur Show Details, ich kann nicht angreifen, ja, in der ersten Runde. Hey, du hast ja nicht gesagt, dass du als Zweiter anfängst? Ja, hab ich gemacht. Er hat ja zuerst gelegt. Oh. Ah, du musst, genau, du musst erstmal in die nächste Phase gehen. Oh, natürlich, das habe ich natürlich vergessen. Jetzt drücken wir auf Start, glaube ich, oder plus? Nein? Nein. Nein, du musst nächste. Ich weiß gar nicht, welcher Knopf es ist. Okay, pass auf. Du musst die nächste Phase. Ja, genau. Select jetzt muss im Battle-Mode gehen. Ah, ja. Battle-Face. Okay. So, jetzt kannst du angreifen. An. Attack. Ja, Mann. Und? Ja, 1400. Aber war das in der Serie nicht so, dass du 4000 Lebenspunkte immer hattest? Ja. Aber im originalen Kartenspiel hat jeder 8000 Lebenspunkte. Okay. Das sind die originalen Regeln. Okay. Soll ich die Endphase einleiten? Genau, du kannst die Phase beenden. Okay. Ja, komm, die besiegen wir jetzt, die Nummer. Standby. Ich möchte, dass du... Hat nichts gemacht? Oh. Oh. Okay. Diese Beschwörungsanimation gab es zum Beispiel nicht auf dem PC. RIP. Ja, wir sind tot. Nein, nein. Wir sind noch nicht tot. Noch ist... Oh, scheiße. Er holt noch ein. Was? Hä? Verstehe ich das gerade richtig, dass wir... dass wir gerade... Ja, wir werden gerade richtig abgebürgt von Kyber. Ja, du bist ja ein richtig geiler Mentor. Ich kann doch nichts dafür, wenn du nichts ziehst. Okay. Oh, so, was machen wir jetzt hier? So, was ist das hier für eine Karte? 1800, wie konnte er die denn legen? Er hatte da ja noch eine extra Zauberkarte gelegt, womit er die Karte beschwören konnte. Ich würde jetzt sagen, du spielst jetzt die Lichtschwerter, damit er 3 Runden lang nicht angreifen kann und du hoffst, dass du in der Zwischenzeit einfach die richtigen Karten ziehst, um ihn zu besiegen. Perfekt wäre es natürlich, wenn du jetzt irgendwie Spiegelkraft ziehen würdest. Spiegelkraft, okay. Genau, spiel die Karte. Activate Effect. Ja. Ja, ist ja im Grunde egal. Ja. Genau, so. Und jetzt leg eine Karte im Verteidigungsmodus, nimm mal Sangan. Sangan, aber die hat nur 600 im Verteidigungsmodus. Ja, aber die hat einen Effekt. Wenn die Karte zerstört wird, darfst du, glaube ich, eine weitere Karte ziehen. Und du willst ja unbedingt Exodia ziehen. Das heißt, wenn die zerstört wird, kannst du dann aus deinem Deck weitere Körperteile von Exodia holen. Scheiße, ey. Okay, komm, Exodia, da bin ich... Hä? Verteidigungsmodus! Aber ich muss doch erst beschwören, um... Nein, nochmal zurück. Nein! Weird. Du verlierst Lebenspunkte, nicht in Angriffsmodus. Hier, so funktioniert das nicht. Ja, so geht das nicht. Aber egal, er kann 3 Runden lang nicht angreifen. Du kannst danach noch in den Verteidigungsmodus gehen, um keine Lebenspunkte zu verlieren. Okay, okay. Soll ich jetzt die Runde beenden? Jawohl. Aber das ist auch ein bisschen gemein, dass er jetzt hier direkt den weißen Drachen legt. Ja. Er legt da noch mal eine jetzt Karte. Jetzt legt er eine verdeckte Karte in den Verteidigungsmodus. Was ist das? Eine Runde ist vorbei von den Lichtschwertern. Ah ja. Und danach werden die zerstört. Okay, was ist das hier? 1002, ich... Ja, leg einfach Verteidigungsmodus. Also nicht die Karte benutzen. Das ist Exodia. Die, wenn du die ausspielst, ist... So, die hat 1500, die ist doch okay. Ja. So, set. Okay. Runde beenden. Mehr kannst du nicht machen. Oh, warte, noch nicht? Verteidigungsmodus stellen. Change to defense. Ja. Okay. So verlieren wir auch keine Lebenspunkte übrigens, oder? Genau. Weil du verlierst echt erst nur Lebenspunkte, wenn du keine Monster auf dem Feld hast oder dein Monster im Angriffsmodus stirbt oder besiegt wird und die Differenz wird dann von deinen Lebenspunkten abgezogen. Genau. Okay, das ist das erste Mal, dass ich Yu-Gi-Oh! Spiele seit mindestens 6, 7, 8 Jahren. Ist ja gar nicht so lange her. Na gut. Okay, jetzt gucken wir mal, was das hier ist. During your draw phase, when you draw a normal monster, you can reveal it. Okay, das ist eine sehr gute Karte, weil wenn du sie jetzt legst und in der nächsten Runde ein Monster ziehst und zufälligerweise ein Bein von Exodia hast, ein weiteres, dann darfst du noch eine Karte ziehen. Du musst ja Exodia sammeln. Okay, dann Activate Effect. Das ist dieses Showmatch hier. Bildet das auch dieses Match wieder, das du damals in der Serie hattest? Also auch dieses eine Match, wo Yugi den Kampf mit Exodia gewonnen hat? Ja, im besten Fall ziehst du jetzt Exodia. Im schlechtesten Fall verlieren wir. Okay. Aber es ist jetzt nicht die Voraussetzung des Spiels, dass wir mit Exodia gewinnen müssen. Nein. Okay. Du kannst auch anders gewinnen. Okay. Soll ich noch eine Karte im Verteidigungsmodus legen? Ja. Okay, dann lege ich die 1400 hier, diesen Imp. Das mache ich hier. Und dann die Phase beenden. Und Phase beenden. Das ist jetzt aber nicht so, dass der weiße Drache nur die Karte in der Mitte angreifen kann, ne? Er kann frei aussuchen, welche Karte er angreift. Okay. Hä, hey, warum macht er nichts? Ist der doof? Achso, wir haben ja die Schwerter noch. Nein, jetzt geht er komplett in Angriffsmodus mit all seinen Karten. Ey.
Oh, oh. Ja, vergiss es. Wir sind, die Nummer ist durch. Rip, jetzt diese. Du musst an das Herz der Karten glauben. Oh, okay. Was ist das? Heart of the Underdog? Ja, 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 benutzt das. Das heißt, du kannst dann noch eine Karte ziehen, wenn es ein Monster ist. Du zeigst mir die Karte. Oh, die ist gut, oh, glaube ich. Okay. Was ist das für eine Karte? 1800? Ja, schlecht, unter anderem. Leg lieber die Karte im Verteidigungsmodus. Genau. Und setz die Karte nochmal. Hä, wir haben die nochmal? Ja, wenn wir die jetzt... Dann können wir zwei Karten ziehen, wenn wir jedes Mal jetzt ein Monster erhalten. Okay. Und jetzt müssen wir nur hoffen, dass er mit den vier Angriffs... mit den vier Monstern im Angriffsmodus nur unsere vier Verteidigungsmonster besiegt. Aha. Und nichts weiteres macht, weil danach sind wir tot. Wir werden die Runde nicht überleben. Okay, dann beende ich jetzt den Zug und hoffe auf das Beste. So, jetzt macht er uns fertig. Was macht er? Oh nein. Ciao. Er greift nicht an. Ist der doof? Oh, okay. Oh doch. Er greift doch an. So, jetzt können wir noch eine Karte raussuchen. Hä? Ach so. Oh, ja. Exodia. Die hier. Genau. Können wir noch eine ziehen? Oh nein. Das war halt der Flip-Effekt von der einen Karte, die zerstört wurde. Okay. Scheiße, Alter. Shit. Wie viel? Wir haben noch 3600 Lebenspunkte. Also, wenn wir jetzt nicht das Richtige ziehen, Lichtschwerter. Wir brauchen die Lichtschwerter. Oder Spiegel. Was ist das? Das ist perfekt. Das ist... Oh! Wir können die Karte legen, wir klauen seinen blauäugigen weißen Drachen, opfern das Monster und spielen dann hier den wilden Kaiser. Aber warum? Wir können den doch nutzen für uns. Nein, nur für eine Runde. Oder? Ah. Warte. During... Take control of the equipped monster during each of your... Ja, wir haben nicht genug Lebenspunkte. Wir können ihn behalten. Oh, okay. Wir könnten ihn theoretisch behalten, was gar nicht so schlecht ist. Also wenn du willst, behalten wir den. Ja, aber es macht keinen Sinn, weil wir kaum Lebenspunkte haben. Naja, wir können drei Runden durchhalten. Wir können es ausreizen. Ja, aber dann sind wir komplett offen. Naja, wir opfern. Ja, komm, okay. Wir opfern dann den wilden Kaiser. Na gut. Okay, jetzt leg die Karte im Verteidigungsmodus. Sicherheitshalber. Aber wir könnten den... Achso, nein. Der muss geopfert werden. Genau, der hat fünf Sterne und braucht dann dementsprechend Monster zum Opfern. Okay. Greifen wir an, oder was? Genau, gehen die Battle Phase. Ah ja, stimmt. Hier, Battle Phase. Und ich würde sagen, wir greifen den Djinn an. Der Djinn. Oder die Karte, was auch immer. Aber wenn er jetzt irgendeine geile Fallenkarte hat, so bitte. Die ist. Oh nein, der hat Fallenkarten. Okay, komm, wir probieren es einfach mal. Lel. Du musst mir auch dieses dumme Lel endlich mal abgewöhnen, ey. Ja. Okay. Noch 2300 Angriffsmodul. Ist kein Problem. Aber ist immer noch. Phase beenden. Immer noch stark genug, um in der nächsten Runde irgendwie den Schaden zu machen. Okay. Dann beende ich das jetzt. Okay. Was passiert jetzt? Er kriegt 1000. Der kriegt 1000? Er kriegt 1000 Punkte dafür. Ich habe gedacht, uns werden die Punkte abgezogen. Ja, nächste Runde werden uns die 1000 Punkte abgezogen. Wird das kein guter Oder? Deal. Oder? Oder haben wir das falsch gelesen? Das passiert mir ab und zu. Sorry. Das ist das schwarze Loch. Aber das Problem ist, alles verschwindet und wir haben kein Monster auf dem Feld im Moment. Aber wir können ja... Nein, wir können Wilden Kaiser nicht spielen, weil wir eine Karte zum Opfern brauchen. Ja, aber egal, wir machen es trotzdem, oder? Nein, dann sind wir komplett frei. Was ist, wenn er dann plötzlich ein Monster zieht, das irgendwie uns Damage macht? Na gut, okay. Abwarten. Okay, dann soll ich jetzt weitermachen? Geh in die Battle Phase. Und greif einen seiner starken Karten an. Du musst erstmal den Drachen auswählen. Oh, stimmt. Ja, habe ich komplett vergessen. Sorry. Hä? Nee. Moment mal. Der Drache kann gar nicht mehr angreifen. Aufgrund dieser Karte. Oh, scheiße. Okay, dann beenden wir jetzt den Zug. Nee. Wir machen jetzt das schwarze Loch jetzt. Na gut, mach. Das ist, also, ja, okay, ja. Komm, wir machen jetzt das schwarze Loch. Du kannst es auch nicht spielen. Du bist in der Battle Phase. In der Battle Phase kannst du nur angreifen. Oh, Freunde. Okay, was ist das hier? Die Main Phase. Main Phase. Komm, ziehen wir jetzt hier... Sag es bitte ganz dramatisch. Wir spielen das schwarze Loch. Dun, dun, dun. Nani? So nämlich, schön weg da. Ja geil, jetzt haben wir nichts. Phase beenden und hoffen, dass er nichts macht.
Ja, wir können jetzt hier... Nein, nicht Exodia spielen. Wir brauchen die 5 Karten in der Hand. Na gut. Ilias! Du hoffst, das gefällt mir. Du glaubst an das Herz der Karten. Genau, ich glaube an das Herz der Karten. Ha, er hat kein Monster gezogen. Ha. So, das ist unsere Stunde. Ja. Was ist das? Ja, Underground, ziehen wir nochmal 2 Karten, weil wir Monster gezogen haben. Ja, nochmal. Ja, das ist der zweite. Wie, das ist unsere. Das wird unser Moment sein. Oh yeah. Ja, nochmal ziehen. Können wir es jetzt legen? Nein, uns fehlt noch ein. Aber. Ah. Uns fehlt nur noch ein Arm. Ja. Uns fehlt nur noch ein Arm. Leg den Drachen da in Verteidigungsmodus. Wie du. Okay, das finde ich heftig. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Herz der Karten, Mann! Okay, Moment, wir beenden jetzt den Zug. Ja. Ist das dumm? Nein! Das ist Yu-Gi-Oh! Okay. Er kann nicht angreifen. Oh shit. Was ist das? Er hat irgendeine Fallen- oder Zauberkarte gelegt. Wir brauchen nur Exodia, dann ist alles egal. Ohne Exodia ist alles vorbei. Oh, Monster-Reanimation! Wir können den blauäugigen weißen Drachen wiederbringen. Oh. Ja, Mann! Du hast vollkommen recht. Activate Effect. Sag das ganz dramatisch. Monster Reborn. Nein, ich spiele Monster Reanimation. Wir können das nicht machen. Doch, du kannst... Ich sag doch, du kannst ein Monster vom Friedhof deines Gegners wiederbeleben. Weißt du, was das ist? Das ist das Herz der Karten. Ja, Mann! Angriff oder Verteidigung? Nach Gefühl. Angriff, Mann. Und dann greifen wir ihn an? Wir sind die Offensiven. Wir greifen ihn an. Jetzt hat er Spiegelkraft, wir sind in der Garage. Ja, yeah, da kommt. Okay. Battleface oder Endface? Was ich sagst du? Ich weiß es nicht. Du musst mir sagen, was abgeht, Mann. Wir machen Endface. Wir gehen voll auf Exodia, Mann. Ja, komm, wir gehen all in. Wir gehen voll auf Exodia. Wir haben noch 22 Karten auf dem Deck. Die Chance ist 1-22 wird. Ja. Oh, shit. Shit. Ey, alles gut, Mann. Alles gut. Der hat nichts gegen uns in der Hand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, leg die Karte nochmal. Okay. Geil. Okay. Okay, wollen wir die hier mal opfern? Du willst den wilden Kaiser rausholen. Und den wilden Kaiser holen? Okay, machen wir. So. Nee, du musst den wilden Kaiser auswählen. Summon. Ja. Ja, ein Tribut müssen wir auswählen. Wir nehmen hier diesen Drachen. Und den Rude Kaiser. Ja. So, aber können wir nicht in den Verteidigungsmodus packen, oder was? Hätten wir sofort legen können im Verteidigungsmodus, aber du hast ihn jetzt in Angriff ausgewählt. Okay, mach nichts. Okay, ich beende den Zug. Ja. Pass auf, das wird. Wir ziehen Exodia, ich sag's dir. Herz der Karten. 21 Karten auf dem Deck. Oh nein! Oh nein, der hat noch einen Oh, zum Glück ist nur der wilde Kaiser. Alles gut. Ja, ich dachte, der zieht jetzt noch einen Drachen. Der hat nichts gegen uns in der Hand. Ja, ich dachte, er zieht jetzt den Drachen. Okay, komm. Komm, Monsterkarte, dann ziehen wir noch. Okay, wir gewinnen das. Aber wir können nochmal Zeit ausschütten. Genau, falls wir nicht die richtigen Karten ziehen. Ja. Einfach Nein, nicht jetzt aktivieren. Sondern? Abwarten. Sobald unser Drache tot ist, müssen wir eine Verteidigung aufbauen. Okay, wir haben jetzt eine solide Verteidigung. Was soll ich dann machen? Einfach eine Phase beenden und ihn weiterspielen lassen. Okay, das ist richtig ekelhaft von uns, weil wir einfach komplett auf Zeit spielen und überhaupt nicht attraktiv. Aber das gehört dazu. Das ist unsere Strategie. Ich kann den Zug nicht beenden. Du hast sie wohl schon ausgesucht, deswegen. Echt? Und ich kann nicht abbrechen? Du kannst nicht abbrechen. Okay, das ist schade, aber ja, dann mach es halt. Schade. Hä? Nee, Moment. Du musst die Position. Du musst einen Platz lassen. Ja, okay. Man kann das nicht abbrechen mittendrin, das ist ein bisschen doof. Egal, jetzt Phase beenden. Battle. Okay. Vergiss es, Kaiba. Vergiss es, Kaiba. Er könnte theoretisch einen blauäugigen weißen Drachen spielen, weil er jetzt genug Monster zum Opfern hat. Du brauchst 2 Monster. Oh. Aber es ist nicht schlimm, wenn er irgendwas Dummes macht, dann können wir ihn schön vernichten. Okay, nochmal Phase. Phase beenden. End Phase. Ey, nicht, dass er den dreiköpfigen Drachen. Und den Ultra-Drachen, er hat keine Fusionskarten hier. Guck mal, da ist nichts im Fusionsdeck. Ah, okay. Und zu dem Zeitpunkt hat er den dreieugigen Super-Ultra-Drachen noch nicht gehabt. Wir spielen ja die Story nach. Ey, komm. Bei Geki ist gut. Ja. Du weißt, was bei Geki. Die brauchen Monster. Ja, einfach wieder Endface. Sollen wir, ja? Ja, weil Raigeki, Raigeki zerstört nur die aufgedeckten Monster von ihm. Du hast vollkommen recht. Ja, wir kriegen das hin. Wenn er irgendwie auf die Idee kommt... Wir haben noch 18 Karten. Wir spielen schön Exodia jetzt gleich.
Ihr Leute draußen, ein Herz der Karten, gebt aber, uns eure Energie. Aber Moment, wir dürfen doch nur eine Karte pro Zug spielen, oder? Ja, aber wenn du Exodia komplett in der Hand hast, kannst du sie sofort hinlegen und wir haben gewonnen. Ah, activate the heart of the ER. Ja. Komm. Ja. Ja, komm. Wir haben die dreimal, das heißt, du musst dreimal aktivieren. Nochmal? Ja. Komm, komm, jetzt. Ja. Komm. Yes! Exodia! Guck dir das. Oh, wir haben schon gewonnen? Wir haben schon gewonnen. Oh, schade. Wir haben Exodia gezogen. Ich hätte gedacht, dass es aus so einer kleinen Animation kommt. Das hätte ich jetzt auch irgendwie erwartet. Wir haben Exodia gezogen. Gewonnen. Ja, jetzt hast du zum ersten Mal mit Exodia gewonnen. Wie fühlt es sich so an? Es fühlt sich sehr gut an. Es hat mir wieder mal bewiesen, dass Herz der Karten existiert. Und ich appelliere an jedem da draußen, glaubt an euch, ihr werdet es schaffen, wenn ihr mit ein bisschen Intelligenz, mit einem kleinen Wirt auf eurer Schulter und mit ein bisschen Herz euren Herausforderungen euch stellt. Genau, listen to your heart of cards. Das wäre sehr holprig. Ja, es war sehr holprig, aber wie hat es Ihnen gefallen? Ja, es ist witzig, es ist ganz schön. Es kommt natürlich darauf an, wie teuer das jetzt am Ende sein wird. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das weiß ich auch nicht, aber erscheinen wird es jetzt Ende August für Nintendo Switch. Es ist in Japan, glaube ich, mittlerweile schon erschienen. Mir haben auch einige gesagt, ey, du kannst es dir mit einem japanischen Account kaufen im eShop. Und es ist schon komplett lokalisiert, weshalb die jetzt so lange brauchen, weiß ich leider nicht. Aber ey, ich habe Lust drauf, ich finde, es macht Spaß. Du kannst hier nach und nach dann auch alle Teile nochmal lernen, die ganzen Synchros oder XYZs oder andere Beschwörungen, die wir nicht mehr kennen, weil es andere Generationen sind, kann man hier nach und nach lernen. Mhm. Finde ich ganz lustig, kann man machen. Ja, also alles, was du sagst. Also das Ding ist halt nur, ich weiß halt wirklich nicht, ob das dann alles All-in-One ist, also dass so die einzelnen Chapters, wenn die alle mit drin sind für einen vernünftigen Preis, dann kann man das durchaus machen. Mhm. Yu-Gi-Oh! Ist natürlich prädestiniert dafür, dass du halt immer wieder noch so Microtransactions und so ein Kram drin packst. Das hat es nicht. Also die PC-Version hat keine Microtransactions. Ey, das ist cool. Das ist ohne Scheiß, dann ist das geil. Also vor allem für Leute, die halt Bock auf Sammelkarten haben und grundsätzlich was mit der Marke anfangen können, dann why not? Vor allem halt für die Switch, die du halt unterwegs halt spielen kannst. Und wenn du das auch noch im Multiplayer zocken kannst, dann ist es doch umso schöner. Also duellieren wir uns Ende August auf der Switch? Wir lassen das Herz der Karten entscheiden. Alles klar. Ihr habt's gehört. Vielleicht gibt es ein Duell zwischen uns beiden hier. Oh, erinnerst du dich an diesen Drachen? Das ist der rotäugige... Ja, das ist der Rotaugendrache von Joey, ne? Von wem hat er den nochmal bekommen? Von Rex Raptor. Ja, du hast vollkommen recht. Hey, das waren noch gute Zeiten, als er noch diesen Handschuh hatte und diese Handschuhe mit Sternen füllen musste. Ja, genau, das war hier die Insel der Duellanten. Ja, mit Pegasus. Genau. Ach, scheiß Nerd. Ist das doof? Ja, wir gehen zurück hier nach Hamburg, nach diesem fulminanten Match, das wir mit Exodia gewonnen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt weitergeht auf der E3. Da machen jetzt unser... Mit fantastischem Programm geht's natürlich weiter. Natürlich geht es weiter mit fantastischem Programm. Zurück nach Hamburg.